Nach Aktenzeichen XY, ungelöst Cold Case Mord an Jutta Hoffmann nach 37 Jahren aufgeklärt von Jens Joachim. Vor fast 37 Jahren verschwand die 15-jährige Jutta Hoffmann im südhessischen Lindenfels spurlos. Nun ist der Fall offenbar aufgeklärt. Südhessen, wer hat Jutta Hoffmann vor fast 37 Jahren ermordet? Mit dieser Frage hat sich die Polizei in Südhessen in den vergangenen Jahren immer wieder beschäftigt. Juni 1986, dem Tag des Endspiels der Fußballweltmeisterschaft in Mexiko zwischen Deutschland und Argentinien, nach dem Besuch eines Freibads in Lindenfels im Kreis Bergstraße spurlos und wurde anschließend getötet. Februar 1988, in einem Waldstück in Lindenfels gefunden. Das Hessische Landeskriminalamt, die Staatsanwaltschaft Darmstadt und Ermittler des Polizeipräsidiums Südhessen schlossen den Fall nie ab und erinnerten in neuesten Ausgabe der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY an die Tat in Kleinstadt im Odenwald. Ungelöst. Mordfall: Jutta Hoffmann, 61-jährige Bensheimer, als Tatverdächtiger identifiziert am frühen Donnerstag, 30. Die 15-jährige Schülerin Jutta Hoffmann wurde 1986 nach dem Besuch eines Freibads ermordet. LKA Hessen: Nach Erlass des Haftbefehls wurde der Beschuldigte zunächst in die geschlossene psychiatrische Einrichtung zurückverlegt. Kalter Fall in Südhessen offenbar aufgeklärt. Angeklagte im Mordfall Jutta Hoffmann macht keine Angaben, Juni 1986 vergewaltigt und ermordet zu haben, den Besuch eines Freibades in einem Waldstück unweit ihres Elternhauses in Lindenfels zu haben. Angaben zu den Vorwürfen machte der Angeklagte laut Aussage nicht. Der Verdacht gegen den Angeklagten entstand, nachdem alte Spurenträger erneut analysiert und seine DNA gefunden wurden. Im Zuge der weiteren umfangreichen und komplexen Ermittlungen habe sich der Verdacht schließlich so weit erhärtet, dass ein Haftbefehl gegen den Beschuldigten erwirkt werden konnte, sagte Oberstaatsanwalt Robert Hartmann, Sprecher.